Hi, hier ist euer Micha. Ja, heute möchte ich für euch mal eine feine Sahne-Leberwurst machen. Habt ihr Lust zuzuschauen? Dann geht's jetzt los. Was brauche ich alles für meine Sahne-Leberwurst? Normalerweise nehme ich Schweinewamme, aber hier habe ich diesmal mit Schweinebauch zugegeben. Dann brauche ich natürlich Schweineleber, meine Sahne für meine Sahne-Leberwurst. Dann habe ich hier geschmorte Zwiebeln schon, Gewürze. Darm, man kann auch Sterildarm nehmen oder das Ganze ins Glas machen, das ist jetzt ein Rinderkranzdarm. Dann brauche ich natürlich, das Ganze muss natürlich durch den Wolf gelassen werden, ein Wolf. Und um die Leber dann richtig zu verkleinern und so, dass die Blasen steht, habe ich jetzt hier meinen Mixer genommen. Ob das Ganze genau funktioniert mit dem Mixer, werde ich sehen, weil die Masse muss wirklich schön fein sein. Ja. Und wie es jetzt weitergeht, das zeige ich euch jetzt. So, ich lasse jetzt erstmal die Leber durch. So, jetzt das Fett und die Zwiebeln. So, das Fett habe ich jetzt auch durchgelassen. Was ich natürlich vergessen habe zu sagen, es muss natürlich vorgegart sein. Und man sollte es nach dem Garen erst abkühlen lassen, so höchstens 20-25 Grad sollte es haben, weil umso kälter es ist, umso besser bekomme ich eine Bindung. Ich habe das natürlich jetzt ganz runterkühlen lassen, es ist auch halb so wild. Ja, und jetzt kommt der nächste Schritt. Wie gesagt nochmal, das muss vorgekocht sein, ist klar, die Leber ist roh, hatte ich ja vorhin vergessen zu sagen. So, dann fange ich mal an mit der Leber. Erstmal hier rein. Das Ganze muss jetzt schön fein werden, schön homogen, dass es so ein bisschen Blasen sticht. Mal sehen, ob ich das Ganze jetzt hinbekomme, so wie ich das haben will. So. Und das geht jetzt erstmal in den schönen Mixer. Wir hoffen, dass man das sieht. Natürlich nicht, ist klar. So, Deckelchen drauf und jetzt erstmal schauen, Intervall. Oder Impuls heißt es hier. Läuft. So, das sieht schon ganz gut aus. Das Ganze sticht so ein bisschen Blasen. Perfekt. Jetzt fange ich an, mal etwas von dem Ganzen hier zuzugeben. Von meinem Fett. Das soll ja eine gute Bindung, geben. So, mal noch nicht alles gleich. Dann mache ich hier schon mal meine Gewürze mit rein. Ganz wichtig, damit ich nicht vergesse. Und jetzt schon mal meine Milch, ein Teil davon. So, und jetzt kommt wieder mein Zauberstab. Mal schauen, dass mein Puls mitmacht das Ganze. Und jetzt aber. So, und jetzt wird das Ganze mal kurz durchgemengt. Probieren, schmecken tut es auch. So, und jetzt fülle ich das Ganze natürlich ab. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. So, ich habe mich kurzfristig umentschieden. Die Rinderkranzdarme passten hier nicht drauf und extra jetzt die Spritze herholen wollte ich nicht oder mein Wolf. Dafür nehme ich jetzt hier die Kunstdarme, Golddarm und mache das Ganze jetzt hier rein.
So. Das Ganze ist schon relativ voll, schon zu voll. Mal etwas abmachen. So, und jetzt schön fest anziehen. Das Ganze. Und schön abbinden. So, und so mache ich die restlichen jetzt genauso. Wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. 2, 3. So, ich habe 2 leckere Würste rausbekommen und 2 Gläser. Die Gläser mache ich extra noch. Hier fange ich jetzt erstmal an. Bei 80 Grad durch die 45 Minuten. Das heißt pro Millimeter 1 Minute. Das ist ein 45er Kaliber. Aber ich mache lieber 5 Minuten länger. Zur Sicherheit. So, die kommen rein jetzt. Und wenn die dann runtergekühlt sind, 24 Stunden, dann zeige ich sie euch. Dann schneide ich sie natürlich extra für euch an. Okay, bis dann. Meine Sahne-Leberwurst ist runtergekühlt, 24 Stunden, lagen sie im Kühlschrank, sind doch schon relativ schön fest, so wie sie sein sollte und ist auch bestimmt streichfähig. Hier schön im Glas. Und jetzt möchte ich natürlich eine anschneiden. Die klasse aus, schön fein, die riecht gut, einfach super. Da werde ich doch gleich mal was aufs Brot essen oder aufs Brötchen. Ich habe mir jetzt hier gerade ein Brötchen gemacht. Einfach lecker. Meine Sahne-Leberwurst schmeckt einfach klasse. Ich hoffe, meine kleine Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Wiesel, Putze. Ciao.